Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Still Wakes the Deep. Mir juckt immer noch der Bart. Das ist Wahnsinn. Es ist immer noch dunkel und ich sollte das Geländer benutzen. Davon ist irgendwas Strommäßiges. Ja, wir sind gerade in der letzten Folge vor unserem Ex-Boss abgehauen, der zuallererst vor uns abgehauen ist, und zwar mit dem Hubschrauber. Das war ein bisschen doof. Dann ist er abgestürzt und ist dann als Monster zurückgekommen und hat gedacht, er muss uns jetzt auch noch als Monster ein bisschen, ja, ey. Ich habe so das Gefühl, dass das keine gute Idee ist, da jetzt hinzugehen. Okay, da ist ein rotes Kabel. Ah ja. Rotes Kabel geht da hoch. Ich als alter Fernseh- und Radiotechniker weiß natürlich, verfolge einfach das rote Kabel und gucke die Gebrauchsanleitung durch. Bla 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 bla. Auf geht's, nach unten bitte. Zack. Sichte. Habe ich gewusst. Jetzt werden ihr wahrscheinlich sagen, Moment! Du Affe Zippel, du bist sogar Fernseh- und Radiotechniker. Ja, aber ich habe mal Praktikum gemacht als Fernseh- und Radiotechniker. Da war ich 14 ungefähr. Habe ich am Schluss 50 Mark gekriegt. War voll cool. So habe ich viele Sachen gelernt. Unter anderem habe ich gelernt, dass ich nicht für Fernseh- und Radiotechniker geeignet bin. Das war so das Hauptding. Des Weiteren habe ich gelernt, dass ich schreckhaft bin. Behebe das Gaslicht. Must be a valve somewhere. Was ist denn das so? Bewegen. Gasventil schließen. Das so? Jetzt. Schließen, schließen. Mach zu. Alter. Ja. Timing ist alles. Ich wollte gerade sagen, geil, der kann zweistimmig husten. Ja, der kann ja zweistimmig sterben. Okay, sorry, aber ich sehe nichts. Ach so. Da hoch. Das muss jetzt erstmal warten, die Geschichte aus meiner Jugend. Nee, warte mal, das kriegen wir noch hin. Ja, ich habe auch gelernt, dass ich nicht löten kann, weil das so kleines Gefuddel ist und so. Welche wurde dann so konzentriert, so kläge Fuddelei halt, ist halt einfach nichts für mich. Es ist ja nicht so, als hätte ich das nicht schon vorher gewusst, aber ich hatte halt noch nie Lötkolbe bedient. Jetzt komischer. So habe ich dann halt wirklich gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Fans sind Radiotechniker, ja. Die erste Hälfte von dem Praktikum, also die erste Hälfte vom da. Ja, so Moment, das machen wir jetzt ein bisschen schneller. Gas. So, guck. Must be a valve somewhere. Moment. Ja. Besser. Na, zum Glück ist das Helium, das geht nach oben. Ans Butan oder was wäre, dann wäre das jetzt ganz so untergegangen, da hätte man ein Problem. Die erste Hälfte mal Praktikum, also die erste Hälfte vom Tag jeweils, war halt bei dem Fernsehen Radiotechniker halt. Zu sitzen und geometrische Figuren zusammen zu löten. Also da hat mich halt einfach so Widerstände oder sowas, was weiß ich, wie es heißt, löte gelost. Einfach nur, damit ich halt löte lerne. Oder Ordner sortiere, so Sache halt. Also war jetzt, ne, es war ein oder zwei Wochen Praktikum, das war jetzt nicht so, als hätte ich da jetzt gesagt, da bin ich hergekommen, gell. Viel so richtiges gemacht. Er hat mich jetzt garantiert nicht an einen Fernseher tragen lassen. Damals auch noch Röhrefernseher natürlich, ne? Zwar durchaus mit Flachbildschirm, kam er da gerade neu raus, sowas, aber immer noch Röhre. Und die zweite Hälfte von dem Arbeitstag, jetzt wirklich Verlauf, war halt in den Medienmarkt fahren, in der örtliche, nicht, ich wohne auf dem Dorf, in nächste Stadt, in den Medienmarkt fahre und da für Leute, meistens welche, die ordentlich Kohle haben, Fernseher inlade und dann zu den Leuten fahre und da hinstelle und
Ja, Sender programmiere, sowas halt. So, jetzt pass auf. Rechts rum geht nur links. Hammer. Letzte Folge gelernt. So. Ah. Also hätte man die 2 Minuten, hätte man auch noch in der letzten Folge machen können. Naja. Guck, jetzt hat er nur rechts gedreht. Hat er gesehen? Er hat nur rechts gedreht und es geht uff. Wieso ist eigentlich immer mal Taschenlampe aus? Ja, die zweite Hälfte war halt vom Fernsehradiotechniker. Praktikum war, genau, Fernseher ausliefern. Und das Ding ist ja so, ne? Wenn du in die Media gegangen bist, damals, lass mal überleben, wann waren das? 96, 97 dort rum. Ja, kommt hin. Wenn du in den Medienmarkt gegangen bist und hast da einen Fernseher gekauft, dann hast du den in dein Auto hingeladen und hast nachher eben gefahren. Ja, aber Röhrefernseher waren halt. Ich weiß nicht, da hat man halt überhaupt keine Ahnung mehr davon. Also, ich schau gerade vor einem 27 Zoll Monitor. Ich glaube, 27 Zoll, das wäre schon ein gut, okay, normal großer Fernseher gewesen. Fernsehfahren ins Wohnzimmer natürlich, ne? Und allerdings muss man dazu sagen, der war halt eigentlich, war er doppelt so lang. Oder so tief wie er breit war. Röhrefernseher halt, ne? Egal. Die Leute, die sich der Fernseher vom Mediamarkt liefern haben lassen. Wir reden von einer Zeit vor Internet, also wo Internet Mainstream war halt. Die Leute, wo sich die Finley. Oh, hi, Finley. Ah, die lebt noch. Geil. Hallo, guten Tag. Fucking Rennick nearly had me. He's changed. He's fucking vicious. It's changed much to me. Have you seen anyone wow. else? Yeah. Brody. He sent me down here to restart the Jennies. Und Davy oder so. That's where I was headed. But the lights are on. Right, we're an emergency battery system, no? There's not got any hold for long. The beer is taking a lot of damage. The infrastructure's compromised. That's just brilliant. So how do we get the Jennies working? Right, well, first thing, get in that cabin over there and reset the protective relay. That might kick the Jennies back on. Go on, see what happens. Hm. Sehr gut, setzt das Schutzrelais zurück. Ah ja, okay. Also die, wo sich's leichter gekennt, dann in den Medienmarkt zu fahren, Fernseher auszusuchen und dann zu sagen, heuch, liefer mal deine heim. Das waren Leute, die entweder, wo das Auto zu klein war, weil der Fernseher zu groß war, oder Leute, die ordentlich Kohle kattern, ohne großes Auto, aber sich der riesige Fernseher nicht rumschleppen wollte, weil der Fernseher riesig groß war. Und mit riesig groß meine ich nach heutigem Maßstäbe, was werden die kattern so? Weiß nicht. 40 Zoll maximal war damals schon wirklich riesig, riesiger Fernseher. Die meisten auch noch, oder oft noch 4 zu 3 und nicht immer 16 zu 9. Aber ja, kommt hin. Und ja, ne? Man hat schon mal Röhrefernseher hochgehoben. Die Dinger waren sackschwer. Und je größer, desto schwerer, ne? Und das hast du halt auch noch. Oder ich hab mal einer mit Plasma-Cut, mit Glasscheib vorne. Der war auch ordentlich schwer. Der war halt 50 Zoll oder sowas dann. Aber okay, Röhrefernseher. Egal. Jedenfalls, ich weiß noch an dem Ding. Oh, ich weiß nicht mehr, wo man da. Oh, da sind schon wieder Hammer und sowas zum Rumschmeißen. Und Thermoskanne, cool. Was Ding. Ja, Inspektion. Okay, alles klar. Erst mal normal umgucken, ne? Erstmal inspiziere ich da oben. Das Dingens da. Ja, ich weiß noch. Also, oi, McCleary! Where are you going, eh? The protective relay! In that cabin! Ich will nur gucken, ich will. Oh, unsichtbare Wand. Ach, naja. Ich wollte doch nur gucken, ob die Tür da auf ist. Und ob ich da vielleicht gehen könnte. Ja, ich muss da wahrscheinlich nicht hin. Gehen wir aber erstmal dann lieber. Wir waren mal bei welche und das waren halt, die haben halt in einer Villa gewohnt. Also das waren definitiv reiche Leute. Und die haben schon den Fernseher hier. Und wie gesagt, ich war 14, 15 und schmale EM-Scher gehabt und sowas. Pump Control, okay. Das hört sich schon mal nicht gut an. Komm ich her. Schmale EM-Scher gehabt und dann musste ich das Ding, was keine. Gut zu wissen. Aber eigentlich will ich da nicht hin, weil noch ist nichts Gefährliches. Und dann haben wir das Ding halt dort zu zweit und hingeschleppt so und ausgepackt und dann auf den Fernsehschrank, das war natürlich ein massiver Fernsehschrank, dann halt hingestellt oder draufgestellt. Und
ich hab den halt, ne, so gehabt, so, ohne, sieht man das? So, genau so, ne? Und dann so, ja fuck, wenn ich den jetzt halt abstell, steht der mal hier auf die Finger drauf. Das ist ein bisschen doof. Also habe ich dann so, während ich das sauschwere Ding hab, so, die Hand so nahe wie hier. Und dann so, ja, okay, es sind noch so, ah ja, Zentimeter, jetzt muss ich da loslassen, schon, ne? Und hab den losgelassen und, ja, es ist nichts kaputt gegangen am Fernseher, aber ich weiß halt noch, wie gesagt, es war ein saudeiches Ding oder sowas. Schwarz, schwarzes Plastik, gutes schwarzes Plastik. Der war dann unten am Eck, ich zeige das mal hier quasi, weil das jetzt ein Fernseher wäre, das wäre ein sehr, sehr kleiner Fernseher. Unten am Eck bin ich halt auf die Kante vom Tisch, das sieht man gar nicht, auf die Kante vom Tisch drauf und dann hat es dann halt das Plastik ein bisschen verzogen und dann wird es so weiß und dann, ja, kein Ding, mein Chef. Hat er auch ganz base zu kämpfen gehabt und was soll er machen? Ja, komm. Ein bisschen gedrückt, runtergefahren, ein bisschen erwärmt und dann halt dran gedrückt und dann hat schon gepasst. Macht nichts. Und ja, so war das halt. Okay, da geht's nicht weiter. Und dann kommen jetzt komische Blubber. Ja, ich weiß doch. Ich wollte nur gucken, ob ich da wirklich Blub bekriege. Yay. Das hat man jetzt aber gebatscht. Mal her da. Ja. Dann haben wir dann halt Sender hingestellt. Also, wie gesagt, Internet so gab's nicht. Smart TV. Na, Smart, wenn du Smarties draufgestellt hast. Achso. Nur ist halt einfach nix, ne? Ja, wo muss ich denn da jetzt halt hin? Und dann sind wir wieder Gefahr, nur dem ich Sender hingestellt habe und alles und sowas. Ja, es hat dann, ah, da Uwe. Es hat dann ein paar Euro Trinkgeld gegeben. Aber halt, was man halt wirklich sagen muss. Wie hat meiner zu mir gesagt, vom Geld ausgeben wäre schon nicht reich. Und die waren reich, definitiv. Und hat es dann was für sich, was 5 Mark Trinkgeld oder was gibt? Ja, ne? Hey, 5 Mark Trinkgeld, hallo. Natürlich, die nehme ich mit. Aber da gab es andere Leute, ich weiß noch, wir waren in unserer Stadt dann so, also muss man nicht weit fahren. Ein normal großer Fernseher, sage ich jetzt mal, also okay, so ein riesen Megateil für was weiß ich wie viel tausend. Und dann muss man halt in der zweite Stock, irgendein Wohnhaus oder was, war irgendwie so ein alter türkischer Mann hat da gewohnt und sowas. Konnte okay Deutsch, das weiß ich noch sowas. Ey, der hat uns dann, wie sich das gehört halt, wohl in der Türkei, Tee-Angebot und was weiß ich. Jetzt gucke ich erst Mojito. Wir mussten halt noch andere Fernsehen, wir kennen uns noch nicht wirklich hier. Wir sind ja nicht auf dem Bau, wo du dann Pause machen kannst und das wartet auf uns. Nee, ne? Und dann, ja, und hin und her und tralala. Ey, der hatte nur 20 Mark für jeder Springe gelost. Also für mich und der Chef. Also für mich 20 und für den Chef 20. Voll geil. Kannst du nichts sagen. Und der hat definitiv, das war stinknormal, die Wohnung, sowas, ne? Der hat nicht so viel Kohle gehabt wie die reiche Kapos, du. Ja. So. Das war's zu meiner Story. Von welcher, wie viele Minuten habe ich jetzt schon? Ich bin schon die Hälfte von der Vollschiss schon rum. So, ich gehe mal davon aus. Ja. Einmal runter. Ah ja. Sehr gut. Ah, guck. Ah ja, Beauty. Ah ja, Beauty. Better tell Finley. Was will ich dann Finley Bescheid sagen? Die ist da über, die werde es ja wohl mitgeriet haben, da bimmelt die Glocke und alles. Außerdem kommt jetzt eh das Monsterle. Ah, okay. Mal gleich mal anrufen. The fucking thing's locked. Ja, ja. Das weiß ich doch. Hey, wie komme ich denn jetzt da doch raus? Also, wie bin ich denn da hingekommen? Generators, Mud Handling, Ballastpumpe. Keine Ahnung, was war denn das so? Ach so! Ja, ich bin ja da ohne Deutsch geklettert. Jetzt weiß ich es wieder. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, weil da jetzt links natürlich das Vieh kommt. Nett? Okay, ich hätte jetzt gedacht, das Vieh kommt. Shit. Ach komm. Finlay? Ja, sorry. Was? Oh, I work like a champ. Ah. The generator must have tripped because of a fault somewhere. Aye, and the relay will just keep resetting until we fix it. We'll need to restart the generator manually. Right, where you go then? There's two jobs here, McCleary. The Jenny's in the fault.
You deal with the Jennies, and I'll find the fault. Jennies? What the fuck was that? I don't know, but the generators are that way. Well, I'm no fucking going down there. Have you got a better plan? No? Aye, well, I fucking didn't think you would have somehow. What are you going with? Aye, where you going then? Ja, genau, mach dich ab, hey. Geh an den blöden Quatschschluss. Vielleicht kenne ich mich mit Quatsch so besser aus wie du, hä? Ich weiß, dass ich hier falsch bin. Wollte halt einfach nur hingehen. So, jetzt muss ich da also wieder hin, oder was? Ja, ist halt viel zu... Krabbel in Englisch, ja? Waren die Blutspuren da vorhin schon? Ich hab so das Gefühl, die waren... War noch da vorne noch nicht, oder? Okay, noch einmal. Ne, was muss ich denn eigentlich jetzt machen? Jetzt sagen wir her. Finde den Generator. Folge den Schildern durch die Schlammverarbeitung zum Generator. Ah, das ist das Mattgedönse durch Schlammverarbeitung. Was ist denn? Okay, das habe ich da Ive gesehen, das Schild. Das war da, wo ich hingehen wollte. Ive, wo das Licht brennt. Matt irgendwas. Matthandling. Schlammverarbeitung. Okay, alles klar. Was für immer etwas Schlammverarbeitung sehen soll. Hat schon was Wichtiges Sinn. Ab, komm. Zu. Mega, mega. Oh. Da sind Monsters hier drin. Jo. Da sind Monsters hier drin. Definitiv. Müssen wir aber nur noch. Boah, das sieht ja aus wie so Cosmic Horror. Wie soll ich denn da was machen, ihr Leid? Oh, fuck me. Ja, aber echt, ey. Ah! Okay, alles klar. Ihr bleibt doch schön, gell, ihr kriegt beim Kuchle. Ah, sie hat gerade. Achso, ich suche gerade den Kurzschluss. Ich suche den Generator. Ich nehme besser mit. Scheinen mir normale Kabel zu sein, ja? Haltet, dass da plötzlich Musik ist. Ist mich rot, da muss ich klein hin oder da kommt was raus. Ich schloss mal die Tür auf. Freue ich mich aber auch gerade. Sag mal her, wo bin ich denn gerade? Right, where's this generator? Nicht weiter, Fuses. Da hinten sind die Sicherungen zumindest. Mal. Pump Control Generators. Ja. Ich finde, das ist du, oder? Baker, irgendwas. Ich muss doch nicht mehr. Keine Ahnung, ich geh mal da nur noch. Okay. Also, Stirnlampe ist was Feines, wenn sie funktioniert. Das ist so nett, die Generatoren. Irgendwas Schüttler. Jesus. Ja, jetzt.
Ach so, da hängt Fuß und sowas drin. Ja, ja. Generator, okay. Ja, das sieht aber nicht so lecker aus. Das ist ein Iveral Hämmer. Hämmer. Hämmerphrodite? Nein, Hammer. Das ist ein Iveral. Ah. Mann. Das wird direkt scheiße. Mich also ruf. Und das sieht mir nur im Generator aus. Ja, Maschine B24. Melde mich zum Dienst. Da kann ich mich drin verstecken. Sag mal, also ich wollte nur gesagt haben, ne, ich spiele schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Ist nicht so, dass ich auf Easy spiele und alle Gegner nicht da sind oder so. Nee, ich spiele auf dem normalen, im höchsten von zwei schwierigen Spielen. Höchste Schwierigkeitsgrad. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich schlafe halt einfach im Weg nur. Ich meine, Uno war doch. Die Generatore gibt's dann. Jetzt laufe ich hier wieder runter oder was? Achso, ich laufe jetzt auf die andere Seite. Wir haben jetzt B24, da waren wir und jetzt kommen wir wahrscheinlich zum A24 oder was? Oder wie? Fuck! Da. Na, diesmal bin ich nicht verschockt. So dumm bin ich nicht. Generator. Ja, gucken wir mal. Oh, ich musste 100 pro Gleit zurückrennen. Zum Glück bin ich Elektriker, ey. Also, im Spiel, wenn ich. That must be it. A wee hut over on the other side. No farm now. Oh, da bimmelt jetzt gleich das Telefon, oder? So. Oh, geil, da hängt noch. Oh, diese Maus mit Trackball oder was? Oder halt Trackball. So. Ah ja, aber wo bin ich denn jetzt? Right, where's this generator? Ja, wo ist der Generator? Ich bin genau dran am Generator. Ach, also doch, Desto. Desto ist der Generator oder was? Ey, das sind so viele Verstecke. Ja, das ist aber komisch. Doch, ich guck mich hier erst einmal um. So könnte ich grundsätzlich einfach geradeaus durchrennen. Was ist denn? Das ist doch gar nichts. Fuck. Hä? Jesus. Oh nee, das ist der Rennick. Let's say.
glaube, es war klar, war nicht mal schon der Hammer direkt an die Sternhau quasi, dass das nichts wert. Ja. So, okay, komm, alles klar. Ich weiß halt auch nicht, wo ich hin muss, so direkt. Kann ich mich gar nicht sehen. Ich bin quasi unsichtbar. Hallo, du kleiner Nachtel. Okay, der ist da, aber wo muss ich denn hin? Hallo? Ich weiß nicht, wo er ist. Doch, ich weiß, wo er ist. Hallo, woher? Nein, schon in Ordnung da hin. Ja! Wo ist er? Bin ich erschrocken? Sorry, ich wusste, dass er noch hinkommen kann. Okay, dann gehen wir halt immer, ne? Och, Kack. Ihr Leid, es gibt... Sorry, ich wusste, dass der noch hinkommen kann. Ich bin so schocker, weil... Mann! Boah, das wird nix. Ich weiß halt nicht, wo... Da war doch ein Kato hin, ne? Okay. Und genau, Argo. Right, where's this generator? Ja. Ich glaube, so geht's besser, ja. Ach so. Ne, Quatsch. Jedes Mal denke ich, ich stehe da unten links. Ne, da stehe ich. Ja, aber wo ist so die Leiter? Ne? Also ich müsse im... Hä? Ich gehe jo Leiter runter. Warum ist denn die nicht ingezeichnet? Warte, ich guck mir das jetzt halt an. Achso, ich kann nur drüber klettern. Ich muss mir das jetzt halt genau von Ufer A gucken. Nur Zeit, ne? Wo hängt er? Also, das ist der Generator. Der steht doch irgendwie in der Mitte. Ey, sorry, aber für mich ergibt das do null Sinn. Also, do das ingezeichnet irgendwie sowas. Der Generator ist, ja, ich gehe jetzt geradeaus und dann nur links. Fertig. Also, ist das do, aber wo ist denn do? Vorne und hinne. Ich schätze halt, sag mal her, kann man da hupsen, dass ich da hinne hin muss. Da war ich schon mehr, da werde ich ja gerade, aber es ist halt kompliziert. Ich kann doch einfach da hin und dann noch vorne. Ja, hopp, ich probiere das jetzt einfach noch einmal. So. Ja, jetzt kommt der Schutzi. Ja, das ist der Rennig, ich weiß. Lass mich doch einfach laufen. Diesmal verschreckst du mich, nimm ich du. Du
Du Waschzippelfresser. Okay, jetzt. Hallo. Ich sehe zumindest das Licht nicht, das ist schon mal gut. Ich muss jetzt halt gucken, wo ich hin muss. Ich würde halt sagen, ey, die grünen Treppen auf, ne? Aber wie mache ich denn das jetzt? Ja, super. Nicht, was ich machen muss, das ist mein Problem. Und man sieht ihn halt auch nicht weg. Er ist über mir. Ich gehe davon aus, dass ich da hin muss. Der ist direkt hinter mir. Okay, wir gucken, wir verfolgen immer, wo er hier läuft, ne? Wo ist er? Der läuft doch einfach im Kreis, ne? Okay, also, was war das eine Weile? Da ist nichts. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Och Mann, das mag ich jetzt aber nicht so, dass so nicht offensichtlich ist, wo man hin muss. Stimmt, da komme ich halt her, ne? Also, wacht. Dachluke des Kontrollraums sind ja irre. Das ist gar nicht der Rennick. Wo ist er denn jetzt? Ich dachte, ich muss jetzt hier den Generator anmachen, weißt du? Ich hab ihn aufs Auge verloren. Ah, da ist er. Das heißt, er müsste jetzt da hinne sein. Der rennt da im Uhrzeigersinn. Geht er spazieren? Da ist er. Ich will jetzt da hinausgehen, da nur links, ne? Hallo. Nö, ich mach hier Päuschen. Wo ist denn der? Da. Hey, you. Stop hiding.
forever. Da muss ich raus. So, ich habe so langsam ein Planhaus. Ich muss also nur. Ne? So, jetzt kann ich mal deine Knispel, du Amo. Da war doch aber noch was gelay, ne? Ich muss jetzt da. Ich schon jetzt weiten auslehnen. Von daher muss ich hoch. Da ist er. Sehe ich mich nicht. Stelle die Stromversorgung der Bohrinsel wieder her. So, ich hoffe, dass er hier nicht reinkommt. Ich hoffe, dass ich hier nicht rauskomme. Gut. Locked. Also hier ist... Okay, also hier gab es irgendwo... Ja, okay, alles klar. Aber ich gucke mich natürlich jetzt erstmal noch um. No, I've not found the key. Can't start the journey without it. Wie soll ich durch die... Ach so, da unten geht's dann raus. Okay, alles klar. Moment. Vielleicht... Mach mal das jetzt noch. Nee. Was? War's das schon? Nee. Noch einmal? Ach so! Master Power. Startup Sequence. Head to reconfigure. Ignore Control Panel. Use Labels. Shit. Warte mal, das ist die 2, das ist die 3, das ist die 1. 1. Ich würde sagen, das ist 2. Nee. 1. Dann das da ist 2. Das da ist 3. Das war 4. Und das ist 5. Bumm. Das war so klar. Ja, aber... Doof, ne? Kaz, are you there? Ja. For fuck's sake, maybe no jump out at me. Have you no seen a deer? Oh, it's that prick. He's away in mud handling by the sounds of it. Listen, we're in business. We've gone for full power. To batteries. To sitting in the fucking dark. What are you all about? Oh, and getting in a stushy is gonna help us, is it? Just get that generator running. It's out in the floor. Muss ich noch Stick? It should be in there somewhere. I'll be out here looking for the fall. We'll be looking out for a deer as well, alright? Alright. Okay, starte den Generator neu. Hab ich doch schon. Ich bräuchte neue Instruktionen, bitte. Er soll Schlüssel suchen. Hier gibt's Schlüssel. Moment. 7. 7 rot. Was ist ein 7 rot? 1, 2, 3, ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rot steht nix.
Naja, egal. Kann ich jetzt da unten rausgehen, ja? Scheint so. Gut, das machen wir jetzt halt noch. So. Ja, komm mal her. Ich hoffe, dass wir da... Okay, der ist irgendwo... In der Schlammverarbeitung, haben sie gesagt. Ja, komm. Nein, 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 nein. Nicht rennen. Wenn man so rennt, ist immer viel zu laut. Gehen jetzt einfach wieder so hoch. Huch. Wie wir kommen sind. Das war jetzt nicht mein Plan. Ich weiß aber nicht, wie wir kommen sind. Da war... Ah, ja, du. So, guck. I need to get to the generator. It's not that way. Ja, dann sah man doch den Weg, du Affezippel. Weißt du nicht, wo es doch zum Generator geht? Ach so, muss ich vielleicht jetzt halt da ohne Desto machen? So irgendwie. Ah ja, guck. Ach so. Ah, das geht auf der Alosa. Warum? Ja, Mann, ey! Kaz, it's coming back, you need to move! Get back to mud handling and fix that fuse! Somebody up! Arsch rein, ey. Jetzt geht's gerade wieder von vorne los. You run away, that's what you do. So. Ja, Schlammverarbeitung komme ich her, gell? Das machen wir jetzt noch. Wir machen jetzt noch. Hallo. Also eigentlich muss ich dort drüber hupsen und dann hoch. Aber irgendwie lässt der mich nicht so. Hallo. Alles klar bei dir? Wieso denn jetzt? Ah, hier. Das Ding ist, solange der hier rumschleicht, kann ich nichts machen. Blind wie Fusch ist er. So, ich bin zumindest mal hier weiter drüber. Das ist gut. Das kann ich mir nämlich ständig um.
hier drin ist sicher. Warte mal. Alter Schwede, wie ich so Schleichdinger hasse. Jesus. Alter Schwede, das ist eine Kacke. Ich will das nicht spielen, das ist nur Scheiße, ey. Das macht zwar noch komische Geräusche. Okay. Jetzt langt's aber wirklich. Oh. Alter Schwede, hey. Ich bin zu alt für den Scheiß. Hopp. Bis morgen. Tschüss.